Was geht ab, meine lieben Freunde? Ion hier und herzlich willkommen zum ersten Alex Hunter The Journey Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich los mit dem neuen Modus von FIFA, nämlich The Journey. Und jetzt fragen sich bestimmt einige, ey, warum bringst du das nicht auf viel FIFA, sondern auf viel Gaming TV? Die Frage werde ich jetzt kurz und knapp beantworten. Und zwar, auf viel FIFA, finde ich, sollten nur die ganzen Online-Serien kommen, die auch mit Ultimate Team was zu tun haben oder Online, Head-to-Head, solche Sachen. Aber so Offline-Serien haben wir damals schon auch versucht zu bringen, wie Karrieremodus. Das ist dann nach einer Zeit untergegangen, weil die Leute finden, ja, das ist immer teils dasselbe. Und The Journey ist ja auch eine Offline-Serie. Und ich weiß halt nicht, wie der Modus sein wird. Ich habe mich schon von ein paar Kollegen informieren lassen, die meinen so, ja, der kann noch mal ein bisschen langweilig werden ab und zu und so weiter. Da dachte ich mir, okay, da es trotzdem einige von euch sehen wollten, sogar sehr, sehr viele, werde ich das auf jeden Fall starten, aber auf meinem Kanal für Gaming TV, nicht auf viel FIFA, weil auf viel FIFA kann ich mich auf andere Serien spezialisieren, wie zum Beispiel, was weiß ich, Let's Skill oder Komm mal runter, Peter und so. Ich finde, sowas ist dafür mehr angebracht. Und ja, ich habe euch abstimmen lassen auf Facebook, was wir für eine Mannschaft nehmen sollen, beziehungsweise was wir für einen Lieblingsverein sehen wollen. Hier seht ihr die Abstimmung. Da könnt ihr nämlich sehen, die Mehrheit war ganz klar dafür, also nicht ganz klar, aber die Mehrheit war dafür, dass wir mit dem FC Liverpool starten werden. An zweiter Stelle Manchester United, gefolgt von Leicester City, Leute. Ich habe erstmal gedacht, Leicester wird an erster Stelle sein, aber es war doch Liverpool. Ich finde, Liverpool ist eine gute Mannschaft, die jetzt auch nicht zu stark ist, wo wir auf jeden Fall auch Chancen haben, uns allen eine Stammplatzgarantie irgendwie nach einer Zeit zu sichern. Und ja, hier sehen wir die ganzen Sachen, hier sehen wir die Trainer, ist alles aufgelistet, Stadionname, Kapazität, Trainer, Ort, Titelgewinne und. Boah, Liverpool hat 18 Titel gewonnen. Okay, das wusste ich nicht, Alter, das ist krass. Liverpool hat einfach 18 Titel und ich sag gerade so, okay, die sind nicht so krass. Manchester City nur 4, Man U hat 20, okay, Man U ist an der Spitze. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch auf diese Let's Play-Reihe freuen wird. Und ich werde auf jeden Fall, ja, ich denke mal, jeden zweiten oder jeden dritten Tag eine Folge dazu raushauen. Ich tendiere mal eher zu jeden dritten Tag, weil sonst wird ja nur auf dem Kanal The Journey und The Walking Dead kommen. Deshalb schaue ich da einfach, wie ich das machen werde. Vielleicht wird nach The Walking Dead jeden zweiten Tag The Journey kommen, aber ich belasse es erstmal, denke ich, bei jedem dritten Tag. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Resonanz sein wird. Wir starten jetzt auch direkt, Freunde. Los geht's! So, Leute, wir haben den FC Liverpool ausgewählt und jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwarten wird. Also, wer es noch nicht bei einem anderen YouTuber geschaut hat, der sollte es unbedingt hier schauen, weil ihr wisst ja, ich fühle damit. Und ich werde mich jetzt sowas von in die Rolle des Alex Hunters hineinversetzen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommen wird. Da stand gerade Finale U11. Also bin, glaube ich, noch ein kleiner Junge. Come on, Alex! Boss mit ihm. Go on, Alex, take him on. Letzte Minute. Alles hängt von Alex ab. Der skillt sich da durch. Said, stay on your feet, Alex. Terrible. You serious, Harold? Ref, where's the foul? Unlucky, mate. Looks like Ben's now. Thanks, guys. See, George, I told you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're gonna talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on then. Ach du Scheiße, jetzt geht's wahrscheinlich ins Elfmeterschießen, ey. Alright. Penalties it is then. Fuck mal, Alter. Leute, ist auf jeden Fall ein krasser Start, ey. Guck mal, wie klein die noch alle sind, ey. Das ist ja echt abnormal, wie klein die sind. U11? Eieiei, super verschossen. Aber die Grafik, muss ich sagen, ist einfach nur bombastisch. Der Vater ist einfach weg, nur die Mutter ist noch von uns da. So, es muss jetzt unentschieden stehen. Boah, die Musik, einfach Gänsehaut, ey. Das ist echt Gänsehaut, Leute. Fuck, jetzt müssen wir wahrscheinlich den Entscheidungselfmeter schießen, ey. Boah, Junge, ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper, Leute. Mann. Alex, komm schon, du machst ihn. Fuck, Alter. Ja, wir müssen tatsächlich schießen, ey. Okay, Leute, komm. Alex Hunter, der entscheidende Elfmeter. Anlauf, komm, Junge. Zieh durch. Alex, schieß. Goal! Lasso! Drin ist das Ding, in Alex Hunter. Verwandelt das Entscheidungs-Elfmeterschießen für sich hier. Smash it in, mate. Smash
did it! Champions. Ole, ole, ole. Oh, London's finest, mate. Hey, first of many, you should hang it here. Be like a trophy cabinet. Ich glaube, die Eltern sind nicht unten am Streiten, ey. He didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum will want to hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Champions! Ich glaube, es ist unser Opa, oder? Der Vater ist ja vorhin abgehauen. Penny for him. Was ich jetzt denke? Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life, you know. George Baker was at the game today. He was impressive. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Richtige Beckenbauerpille. Yeah. Might bring you luck too. You sure, Granddad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? Krass, Alter. Boah, die Musik einfach, ey. Das genießt es. Und somit hat alles angefangen, Leute. 7 Jahre später. Ach du Scheiße, 7 Jahre später. Ist das immer noch die Pille von seinem Opa? Ja. It's time, Alex. Hunter. Junge, ey, krasses Intro, Alter. Ohne Witz, also was sich EA dieses Jahr einfallen lassen hat. Heftige Scheiße, Mann. Adumi Udin as Alice, Alex War Hunter. Fred Sunderland as Jim Hunter. Sharon Dungeon Booster as Cat Hunter. Lewis Reeves as Carrot Walker. Bobby Lawrenson as Andrew Butler. Everett Jones as Michael Taylor. Chris Walters as Danny Williams, Marco Reus, Harry Kane, Angel Di Maria, James Rodriguez, Authentic Hunter und Harry Kane. Boah, Junge, krank. Ich bin gespannt, ob es abwechslungsreich werden wird oder ob es eintönig werden wird. Das ist das erste Jahr von The Journey und was uns EA dazu bieten hat, da bin ich jetzt mal echt gespannt, Leute. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal gemeinsam rein und lassen uns komplett überraschen. So, jetzt sind wir ja gerade in unserem Zimmer, Leute. Jetzt können wir ja ein paar Sachen einstellen. Weiter Sichtungslehrgang. Nachwuchsspieler kämpfen, um die letzte Chance, es in die Premier League zu schaffen. Krass. Social, Catherine Hunter, das ist, glaube ich, unsere Mutter. Viel Erfolg beim Sichtungslehrgang, Alexander. Meinen Support hast du. Gareth Walker, das war, glaube ich, der Junge, der uns am Anfang mit ins Zimmer begleitet hat. Das ist, denke ich mal, unser bester Freund oder ein ziemlich guter Freund. Bereit für den Sichtungslehrgang. Alexander und ich wollen endlich loslegen vor Freude. Social-Bereich haben wir das alle gepostet. Und was können wir hier einstellen? Spieleinstellungen, Steuerung einpassen. Also ich würde sagen, wir lassen das auf Weltklasse. Legende ist zu schwer. Wir lassen das auf Weltklasse. Halbzeitlänge der Journey machen wir 4 Minuten, Freunde. Machen wir nicht zu lange. Das wäre auch ein bisschen blöd, wenn wir das zu lange halten. Oder wir machen einfach 5 Minuten. Ich gucke mal, ob ich da die Highlights zeigen werde oder wie ich das machen werde. Ich stelle jetzt nur eben ein, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Jetzt geht's los, Leute. National Football Academy. Boah, guck mal, was für ein krasser Wagen. Ist das ein Ferrari? Also jetzt geht's wirklich um die Wurst, Leute. Ich bin gespannt, ob wir es packen werden oder nicht. How many times, man? Shut up. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. Never thought we'd be showing up for one of these.
Persönlichkeit. Alex, Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidungen und Unterhaltungen. In jeder Unterhaltung kannst du dich für eine hitzköpfige, eine ausgeglichene oder eine coole Antwort entscheiden. Alex, Persönlichkeit beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. Okay, ja, das ist krass, Leute. Jetzt können wir entscheiden, was wir hier sagen, Mann. Also ist es auch wirklich so eine Art The Walking Dead und das eine Spiel da, was wir gezockt haben. Wie ist das nochmal mit den Entscheidungen da? Boah, Until Dawn, genau. So, jetzt können wir entscheiden, ob wir eine coole Antwort geben, ausgeglichen, hitzköpfig. Also, wenn ich persönlich an seiner Stelle wäre, ich würde ziemlich nervös sein, aber auch irgendwie auch ein bisschen cool. Deshalb würde ich sagen, lassen wir das auf ausgeglichen. Also ausgeglichen lassen wir das einfach mal hier. Das zählt alles nicht. Konzentriert bleiben. Wir schaffen das. Ich würde sagen, okay, komm, wir schaffen das. Wir sind bereit. Ich würde mir versuchen, ein bisschen Mut, Motivation zuzusprechen. Ich würde sagen, wir schaffen das. What academy, mate? Play like we can. We'll walk straight into a contract. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. Did you get so grown up? Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you, Alex. Vater hat die verlassen, ey. Also was ist scheiße, Mann. Nice motor, mate. Komm noch her, wenn du dich traust. Arrogante Fatzke. Skills sind das Wichtigste. Also, für mich als Skiller, Skills sind das Wichtigste. Also würde ich schon sagen. I'll take skills over flashy murder any day, mate. Oh yeah? Who's the one with the pro contract on the table, mate? Ignore him, lads. You let your talent do the talk. Das ist irgend so ein Pisser, Mann. Ich hasse solche Fußballer, weil ich auch damals im Verein gast, diese arroganten Pisser. Rough. Wir werden es denen jetzt zeigen, Leute, Alter. Also, boah, das ist krass, Mann. Ich freue mich da jetzt ab nochmal. You lads are here today to prove... You got the skills to make it in a professional game. Now, for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies. But for whatever reason, you've been released. Now, the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Genau das wollen wir. Every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. Now these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Diesen Hitzkopf da hinten werden wir abziehen, Alter. Das ist ein Pisser, der mit seinem scheiß Auto angegeben hat. Dem zeigen wir, wo der Pfeffer wächst. Was für ein Schwätzer. Konkurrenz ist immer gut. Was hat der denn für ein Problem? Ich muss mich fragen, was hat er für ein Problem, Alter? Warum glotzt er die ganze Zeit? What do you think his problem is? Mommy and Daddy stop his Pokémon. Der Spruch war cool, Alter. Okay, jetzt wird's wahrscheinlich losgehen. Müssen wir irgendwie am Training zeigen, was wir drauf haben. Also es geht wirklich started from the bottom los, Leute. Hunter. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multidimensional player that can play anywhere. But today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, alright, lad? So what's it gonna be? Jetzt können wir uns entscheiden, auf welcher Position wir spielen, Leute. ST, ZOM, RF, LF. Also ich habe damals, ich war ja Linksfuß gewesen, ich habe auch Linksflügel gespielt. Ab und zu mal auch rechts, damit ich so nach innen ziehen kann, so Iron Robin mäßig. Aber ich denke mal, Alex Hunter wird mehr der Spieler sein mit dem rechten Fuß, also nicht mit dem linken. Also würde ich sagen, spielen wir einfach mal links und versuchen dann nach innen zu ziehen und so Weitschüsse und so alles zu machen. Ich würde sagen, das passt, denke ich mal, ganz gut. Der Flügelstürmer ist eine wichtige Position auf der Außenseite. Er kann seinen Gegner mit Tempo und Geschick überwinden, um nach innen zu flanken für einen Torschuss. Ja, also ich mache mich auf jeden Fall LF, weil ich war nie damals der Stürmer gewesen oder ZOM. Das war nicht so meine Position, sondern immer schön auf dem Flügel. Deshalb machen wir einfach mal LF. Oh, following in Granddad's footsteps, eh? Alright, lad.
Go do him proud. Also unser Opa schien und unser Vater schienen anscheinend Profis gewesen zu sein. Und dann hat man es natürlich als Sohn eigentlich einfacher, was zu reißen. Weil da hat der Vater die Kontakte, er hat die Connections und alles. Aber ich weiß nicht, ob das hier was für eine Bedeutung, ob das eine Bedeutung hier hat. Deshalb lassen wir uns da mal einfach überraschen, Leute. So, was können wir jetzt machen? First up, a quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills and another half of 11v11. Boah, geil, Alter. Leute, okay, wir werden auf jeden Fall starten. Ich werde die Folge so 25 Minuten, denke ich, halten. Würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Erste Disziplin könnt ihr oben links sehen, 11 gegen 11. So, jetzt geht's los. Alex Hunter, Junge. Komm, komm. Ich will ihn auf jeden Fall richtig weit nach oben bringen. Ich will die Premier League gewinnen, Alter. Mann. Also bei sowas bin ich richtig motiviert, Alter. Bei sowas fühle ich das. Ohne Spaß. So, Leute. Sichtigungslehrgang. Team 1 auch gegen Team 2 auf dem Trainingsplatz hier. Okay, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht es um die Wurst, Mann. Okay, wir sind... So, wir sind Hunter. Können wir... Aber wir können auch mit allen anderen spielen. Ja, das ist jetzt die Frage. Kann man das einstellen, ob wir... Das würde ich mal jetzt gerne wissen, ob wir jetzt nur Hunter steuern können, also, oder ob wir hier alle steuern müssen. Das ist jetzt die Frage, ich weiß ehrlich gesagt. Ich mache mal kurz Pause und gucke eben nach, Leute. Okay, Leute, anscheinend müssen wir das ganze Team erstmal steuern. Man konnte da nichts einstellen oder sowas. Ich würde sagen, komm, ich zeige euch mal einfach hier von die Highlights. Ich werde das aber, wie gesagt, alles ohne Musik machen, weil das wäre dann einfach zu viel Aufwand für so ein Video. Ah ja, jetzt der Gegner hier. Oh, wow, wow. Was war das denn für ein Lupfer? Ist der Rille? Komm, oben startet Hunter. Komm, zieh durch, Junge, lauf! Ah, den kriegt er, komm, setz dich durch, jetzt die Übersteiger, lauf, du bist schnell, Junge, du bist schnell. Du hast die Gene von Usain Bolt, komm, ah, Ball verloren, lass den Ball laufen, steht oben rechts, okay. Also wir müssen hier wirklich so spielen, wie wir auch im echten Probetraining oder Mannschaftsbesichtigung spielen würden. Komm, Hunter überläuft, stark, jetzt zieh mal durch, zieh mal durch, zieh mal durch und jetzt bring mal eine schöne Flanke, vielleicht machen wir eine Torvorlage, jetzt die kommt, oh! Komm jetzt, Hunter, Junge, pack mal die Skills aus, du musst dich auch mal was trauen, aber nicht so ein Scheiß, fuck, Ball verloren, aber jetzt haben wir ihn wieder, komm. Lass die Pille laufen, nochmal unten hier stark auf den Mitspieler und da ist das 1:0. We've got more to give than that, mate. Ja. Let's take it to top gear, yeah? Die erste Halbzeit ist gerade vorbeigegangen, Leute. Bisher hat man noch nicht so die Toraktionen gehabt, Alter. Aber ich muss auch sagen, auf Weltklasse ist es nicht so einfach, wie man denkt. Also ich kenne viele, die auf Profi spielen, aber ich finde, auf Weltklasse ist der Reiz einfach geil. Aber man hat dann gleichzeitig auch eine Rolle. Okay, fuck, du hast recht. Du hast recht. Just warming up, man. Time to show what we're das really ich made gar nicht. Now you're talking my language. Scheiße, okay, da muss man eigentlich auch schnell antworten. Ich habe jetzt ein bisschen zu spät geantwortet. Guck mal, jetzt können wir hier sehen, unsere Leistung gut gemacht. Wir waren an vierter Stelle. Lachmajun ist auf Platz 2. Lachlan, Ashley Edwards, 21.000. Das war schon knapp gewesen. Aber wir haben auch ziemlich oft den Ball verloren. Wir haben manchmal ein bisschen zu egoistisch gespielt. Ey, krass, wie sehr ich mich da reinversetze, Mann. Ich feiere das. Vielleicht gibt es jetzt noch eine zweite Halbzeit. Ich hoffe mal. Oder vielleicht kommt jetzt ein anderes Training. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich denke mal eher ein anderes Training, oder? Weitschüsse kommen jetzt. Oh, okay. Ah, schade. Hätte ich mal gewusst, dass nur eine Halbzeit ist, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr versucht. Aber ja, egal. Weitschüsse, da werden wir jetzt versuchen, ein paar Cristiano-Dinger rauszuholen. Let's see how good you are putting the ball in the back of the net. Boah, das ist geil, Mann, Alter. Jetzt kommen so richtige Skill-Games. Aber nur mit seinem eigenen Spieler, mit Alex Hunter. Okay, 3, 2, 1, es geht los. Fuck, Alter, komm. Direkt schießen. Boah, starkes Dingen. 40 Sekunden haben wir Zeit. Wir müssen, glaube ich, den Ball direkt abnehmen. Mehr Einsatz. Wieso mehr Einsatz? Boah, Junge, was ein Schuss. Komm, 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 jetzt. Bam, immer den oben links rein. Also schießen kann ich eigentlich schon immer gut in FIFA. Ich hoffe, dass es jetzt auch laufen wird. Jawohl, es läuft. Komm, jetzt mal oben links. Boah, starkes Schuss, Alter. Was eine krasse Technik, der hat der Junge. Bam. Krasse Scheiße. Die kommen auf jeden Fall richtig stark an. Der titscht jetzt ein bisschen mehr. Ah, schade. Der ging jetzt nach oben. Komm, der geht dabei jetzt noch rein. Wir haben noch 17 Sekunden Zeit. Unten getroffen. Komm, jetzt treffen wir nochmal oben links in den Winkel. Bam. Boah, Junge. Da kann er nicht mal Ronaldo mithalten. Jetzt nochmal jetzt. Zack. Boah, der hat echt krasse Schüsse drauf, der Hunter, Mann. Man muss es auch ein bisschen kontrollieren, aber das ist auch einiges, glaube ich, ziemlich automatisch. Komm, der letzte Schuss, der muss noch reingehen. Bam, und der sitzt. Also, wenn wir jetzt nicht an erster Stelle waren. 48.000, aber Gareth Walker, das ist ja unser Kollege, der ist an zweiter Stelle. Der hat auch ziemlich gut gespielt. Also, wir sind mit ihm ganz oben gewesen. Perfekt. So, jetzt kommt die nächste Disziplin. Ja. Blimey, Hunter. Where did that come from? You've been watching videos of me. Was für ein Vogel, ey. Talent ist Talent. Schweigen. Bist du nervös? Nee, bist du nervös? Ich weiß, was würde ich dem sagen? Talent ist Talent? Nee, das ist zu arrogant. Schweigen wäre so nach dem Motto. Aber eigentlich ignorieren ist manchmal echt die beste Lösung. Wir schweigen. I know, I know. You can only wish you were this handsome. Oh,
Was ist das denn für eine Schwuckele, Alter? Du träumst so auszusehen wie ich, ey. Boah, am liebsten möchte ich den jetzt richtig abziehen. Auch für mich muss er gleich 1 gegen 1 gegen den machen, Alter. Dann kriegt er so aufs Maul von mir. Nächste Disziplin, Dribbling-Parcours. Okay, jetzt kommen wir mal so next schöne Parcours-Läufe. We'll be testing you on your ball control. Move the ball with speed. Okay, zeig, was ich drauf habe. Also für mich ist das eigentlich hoffentlich ein Kinderspiel als Skiller, aber man weiß es nicht. Irgendwann läuft da links mit uns. Eieieiei, aber FIFA 17 ist ja generell schwerer geworden. Also, oh nein, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Den einen haben wir jetzt nicht mitgenommen. Wow, wow, wow. Okay, man merkt, er hat noch nicht die beste Ballkontrolle, der Hunter. Eieieiei. Oh, Junge, Alter. Okay, da muss noch einiges daran üben an seiner Ballkontrolle. Hui, lauf da vorbei. Durch die Mitte, komm, das bringt bestimmt viele Punkte. Schnell nach links, schnell, 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 schnell. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Aber wir hätten da noch reinmachen müssen. Kacke, Mann. Das war jetzt nicht so toll, der. Leider sind wir nur auf Rang 6 gekommen, Leute, Alter. Ich habe die anderen beiden Versuche auch ein bisschen verkackt. Aber ihr wisst ja, FIFA 17, die Steuerung ist nicht so einfach. Aber ich zeige euch schon wirklich jeden Versuch, den wir hier machen. Also, ich will jetzt nicht das Spiel neu starten und dann nochmal hier 3 Versuche haben oder so. Nein, wenn wir verkacken, dann verkacken wir. Jetzt kommen die Steilpässe, Kategorie 4. Also, ich denke mal, nach all diesen Kategorien wird entschieden, wer interessant ist, wer in Frage kommt. Okay, jetzt müssen wir den Ball gut passen. Das sollte eigentlich klappen, oder? Komm, Freunde, jetzt geht's los hier. Zack, schick ihn durch. Komm, den kriegt er. Ah, es darf nicht zu spät sein, glaube ich, ne? Immer wenn das grün angezeigt wird. Ja, jetzt wurde er gefault. Was soll ich denn da machen? Okay, wir müssen da jetzt hier echt aufpassen. Warte, genau jetzt. Komm, durch die, der war gut. Der war top, Alter. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Mach ihn doch rein. Was macht er da? Der ist ja komplett Rille. Hallo? Ja gut, der trägt den einfach ins Tor rein. Beste. Warte, genau jetzt. Lauf, Digga. Boah, Junge, der Ball war auch perfekt. Warte, genau jetzt. Zieh durch. Optimal, Alter. Ja, langsam läuft's doch hier mit den Pässen. Guck mal, ganz oben sind auch noch irgendwelche Leute am Laufen. Ah, wir sind dann auch der Typ. Das wusste ich gerade nicht, Leute. Okay, das wusste ich nicht, dass wir dann auch der Typ da sind. Wir sind dann am Ende der hier, der den Ball einfach reinmachen müssen. Das wusste ich nicht. Ohne Spaß. Ich dachte schon, warum rennen die Idioten einfach ins Tor rein, ey. Was war das denn? Okay, das war jetzt unser zweiter Versuch. Der war eigentlich in Ordnung. Wir waren jetzt auf Rang 6. So, Leute, wir sind leider immer noch auf Rang 6 geblieben. Also man kann sehen, die anderen sind weiter oben. Wo ist unser Kollege, würde ich gerne wissen. Der ist direkt hinter uns, Gareth Walker. Ja, aber also wir müssen auf jeden Fall auch in die Übungen besser hineinversetzen. Gerade der Versuch war jetzt nicht so gut gewesen, aber wie gesagt, wir zeigen euch alles hier. Und deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt auch direkt weiter. Die nächste Kategorie ist Angriff 2 gegen 3. Okay, das heißt, I want to see some skill. Positioning. Being a team player. Let's crack on, lads. Eieiei, okay, das kann jetzt was werden. Okay, ich zeige euch mal direkt meinen ersten Versuch. Ich bin gespannt, Leute. Okay, da stand auf Fuß rechts. Also wir sind auf jeden Fall rechts. Fuck, jetzt zu zweit. Eieiei. Fuck, Leute. Ich bin voll nervös irgendwie. Gareth Walker, wir und unser Kollege. Stark gemacht, Alter. Das war super gemacht. Jawohl. Stark, Hunter. Setz dich durch. Und mit dem schwachen Linken macht er ihn rein. Sauber. Das ist unser dritter Versuch jetzt hier, Leute. Schöner Doppelpass. Hunter, mach ihn mit links mit deinem schwachen. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Runde geworden, Leute. Komm, der letzte Versuch hier nochmal. Zack, Hunter und dann in die lange Ecke. Schade. Egal, komm, jetzt mal vielleicht rangehen. Vielleicht kriegen wir den noch. Leider hat es nicht mehr ausgereicht für einen Rang höher als 6. Aber Leute, es ist ja auch auf Weltklasse gewesen. Und die sind echt this mega gut am Stehen. Eure letzte Chance. Your final chance to show us what you got. Positioning, skill, being a team player. This is what we'll be looking for. Good luck to you, lads. Okay, Leute, jetzt nochmal der letzte Versuch. 11 gegen 11, Alter. Hierfür können wir, glaube ich, nochmal die Epic Music anschmeißen. Für das letzte 11 gegen 11. Jetzt heißt es wirklich alles oder nichts, Leute. Wir sind momentan, denke ich, auf Rang 5 oder 4 insgesamt. Und das ist noch nicht so gut. Decent showing from you today, lad. But I can't help but think you got more to offer. Da hast du allerdings recht, hoffentlich, George. Das Glück fehlt. Da hast du recht. Da gebe ich ihm recht, oder? Was soll man ihm sagen? Das Glück fehlt. Nee, Mann, Alter, man braucht nicht Glück beim Fußball unbedingt. Man braucht schon Glück, aber hier. Yeah, too right. Been saving it for the 11-a-side match. Risky strategy, that. Putting all your eggs in one basket. At an exit trial. Hope the gamble pays off, your hunter. Ah, die Antworten sind immer richtig kurz gefasst. Die sind richtig kurz. Haben wir ihm eine Ansage gemacht? Ich wusste jetzt nicht, dass da steht, dass der dem sagen wird, ja, ich habe mir alles für die letzte Übung aufbewahrt. Das hätten die ruhig dazu schreiben können. Das hätte ich, glaube ich, nicht gesagt. Aber egal, komm, wir machen das jetzt. Es lädt. Und jetzt geht das letzte 11 gegen 11 los, Alter. Hier müssen wir jetzt nochmal wirklich alles zeigen, Mann. Und das werden wir auch geben. Ich werde versuchen, auf jeden Fall auch Vorlagen zu machen, Tore zu schießen. Und dann gucken wir mal, ob es reichen wird oder nicht. Darauf bin ich jetzt mal gespannt. Alles schaut auf Alex Hunter. Alles schaut auf die beiden Teams, ja, würde ich sagen. Los geht's. Stark, jetzt lauf. Komm, komm. Das ist unser Kollege Walker. Komm, der macht ihn. Oder der macht eine Vorlage.
Elfmeter, ey. Der Tierlech schießt. Komm, der macht ihn rein, Digga. Der macht ihn rein. Komm. Bam. Boah, Junge, das war auf jeden Fall richtig knapp. Egal, das ist gut für unser Team, Leute. Unser Kollege Walker. Stark. Die beiden zusammen, ihr, die besten Freunde. Jetzt machen wir einen schönen Querpass. Ah, bisschen zu eifrig. Komm, stark. Eieiei, wie eng das hier ist bei der Abwehr vom Gegner. Jetzt, Hunter, komm, Junge, mach was. Zieh durch. Und jetzt zieh mal ab, Junge. Ah. Komm, der kommt zu uns. Der kommt zu uns. Ja, Leute, damit ist das Spiel vorbei. Wir haben eine Wertung von 7,2. Sind auf Rang 5 gekommen. Ist ja nicht das Beste. Ist so ziemlich... Ja, ist schon unter den Top 10. Es waren, glaube ich, wie viel dabei? 30 oder so. Ah ja, Rang 5. Hm, ist in Ordnung. Wo ist unser Kollege? Wo ist der denn, Alter? Gareth Walker auf Rang 10. Ja, also ich habe auch auf Weltklasse gestellt. Ich denke mal, Profi wäre es natürlich einfacher. Aber so ist, wie gesagt, die Herausforderung da. Und die darf natürlich nicht fehlen. Oder was sagt ihr, Leute? Schreibt immer in die Kommentare, ob die Schwierigkeit euch so gefällt. Oder ob ich es einfacher machen soll. Ich finde, so ist cool, weil es ist dann eine Herausforderung. So, mal gucken, was jetzt... Plätze 1 bis 10. Ah, korrekt. Wir mussten einfach unter die Top 10 kommen. Das haben wir auch geschafft. Ich glaube, jetzt machen nochmal extra die, die bei den Top 10 sind, eine eigene Karte. Boah, das wäre krass. Wenn wir jetzt nur noch die, die Top 10... mit Team spielen. Okay, wähle deinen Spielstil. Übernimm das gesamte Team oder steuere nur Alex Hunter, um die Story noch intensiver zu erleben. Du kannst dies vor jeder Partie in der Mannschaftskabine erneut anpassen. Okay, Leute. Das ist nämlich auch eine wichtige Frage. Da lasse ich euch jetzt eine Abstimmung zu machen. Klickt mal auf den ersten Link oben in der Beschreibung, ob ich nur als Hunter immer spielen soll oder als komplettes Team. Also ich finde, um das Feeling zu behalten, sollte man nur als Hunter spielen. Ich weiß aber nicht, ob man dann auf den Ball kriegt und wie das dann ganze, wie das alles abläuft. Aber ich finde, bei sowas sollte man nur als Hunter spielen. Das werden wir auch erstmal machen, aber ihr könnt abstimmen. Klickt, wie gesagt, auf den Link in der Beschreibung drauf und stimmt ab, Leute. Well done, lads. Lots of hard work on display out there. Hard working training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Some of you even look like you can play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Ja, wir haben jetzt in die Top 10 geschafft, Leute. Das sollte erstmal so ein Ziel gewesen sein. Das haben wir auch geschafft, Leute. Rang 5 kann man sich mit zufrieden geben. Hey, oh, do you want to... You got a right gob on you, you know that? Nice one. Never heard so much rubbish in all my life. Oh, what can I say? I strive for excellence in everything I do. Yeah, I can see, mate. It's how you perfected being a complete and utter joke. You know what, Hunter? Maybe you're not as boring as I thought you were. Vielleicht werden das ja jetzt noch die besten Freunde, Alter. Man weiß es nicht, Leute. Shift starts in half an hour. It won't be long, yeah. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure, the exit trials got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short, it ruined him. Yeah. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You. Right. All right. Yeah. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top joy. It stood out a mile. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential. And you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. He was around back when your dad was still playing.
We should call him. Vielleicht will er uns helfen, Alter. Das ist jetzt die Frage, Mann. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, an dieser Stelle war es das hier von der ersten Folge der Journey. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich fand, es war einfach eine coole Erfahrung, eine coole neue Erfahrung, Mann. Wenn ihr es auch so gefeiert habt wie ich, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr über 10.000 Likes für die erste Folge freuen. Und wie gesagt, klickt auf den Abstimmungslink und entscheidet, ob wir nur als Hunter spielen sollen oder ob wir als komplettes Team spielen sollen. Ich finde, die Musik ist hier auch richtig gänsehautreif. Dieses Klavier, das drückt schon einiges aus, Mann. Das Spiel ist einfach für mich gemacht, Alter, also dieser Modus. Man fühlt da einfach mit, als wenn man wirklich dieser Alex Hunter, man will wirklich von Zero to Hero werden. Und das will man versuchen zu schaffen, Leute. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Morgen geht's weiter mit der Walking Dead. Ich bin raus. Haut rein und ciao.